Ja, da sind wir noch mit dem nächsten Teil des Neuaufbaus der Säge. Und ich habe hier auch dann ein bisschen was vorweggegriffen. Ich habe ja erzählt im letzten Video, dass ich den Festdüsenvergaser rausgeworfen habe. Und somit brauchte ich für die H-Stellschraube einen Zugang. Der Vorteil ist, bei dem alten Loch, bei dem Originalloch, habe ich eine Führung, damit ich die L-Schraube gut erreichen kann. Also die L-Schraube geben die ja hier an, als Grundeinstellung, mit einer Umdrehung raus. So, das Problem bei der H-Schraube ist, die kommt auch eine Umdrehung raus. Ich habe hier keine Führung, das heißt, ich kann hier durchrutschen und daneben rutschen. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht, mit einem Schlauch einen Kanal zu bilden oder mit einem Röhrchen, was ich innen angeklebt habe. Das ist alles nicht das Optimale. Das bricht irgendwann weg, fällt dann lose hier im Gehäuse rum. Also habe ich mich für die Variante entschieden, das einfach offen zu lassen. Und ich bin der Meinung, dass wir so den Vergaser gut einstellen können. Ja, ich habe dann die Platte schon mal festgeschraubt und ja, Luftfilterdeckel, den habe ich mir neu geholt, der alte war eingerissen und dieser Haken fehlte für an den Gurt, eine prima Sache. Wenn der Haken nicht gebraucht wird, auch nicht schlimm, kann man ihn da unten wegklappen. Wenn der Haken allerdings fehlt, ziehen wir uns dieses Gehäuse hier zusammen, das Ganze wird schief und verklemmt sich. Sieht dann optisch nicht mehr so toll aus und ist aber der Funktion nicht unbedingt abwegig. Ja, als nächstes kommt der Starter drauf und dann sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo wir dann die Säge ausprobieren können. Die Montage des Starters, die halte ich jetzt nicht großartig fest. Ich werde jetzt die Säge komplettieren und verschrauben und wir werden uns dann zum ersten Start dann mal ein Video angucken und gucken, ob dann auch alles so schön wieder funktioniert, wie es sein sollte. Ja, was noch fehlt, ist der Krallenanschlag. Den habe ich mir auch neu bestellt. Da war der kleine Krallenanschlag dran. Eine relativ kleine, feine Zackenleiste. Ist eine Fetischismusfrage, wie man das schön sagt. Ein optisches Faible. Ich habe mir einen etwas größeren bestellt, von der 180. Der ist baugleich mit dem alten und ja, der kommt auch noch dran. Ja, gut. Das war's erstmal. Und ja, das nächste Video wird dann sein, wie die Säge in Betrieb genommen wird. Von dieser Stelle dann bis später.